So, was auch irgendwer mitspielen will, soll sich gerne melden. Ich schau mal kurz noch, was ist das hier? View Twitch heißt vermutlich, dass ich... Genau. Dass sie mir zeigt, wer denn gerade alles live ist. Oh ja. Witzigerweise sind auch ein paar Leute tatsächlich live. Mit Switchblade. Das heißt, wir haben auch gute Chancen, dass wir vielleicht nicht nur mit Bots spielen. So. Mal ist denn... Ist denn irgendwer gerade online, der das spielt? Vermutlich nicht, ne? So, aber dann queuen wir mal und schauen wir mal. Von Chor. Was ist denn nochmal Chor? Das sagt mir nämlich gerade so gar nichts. Ah, okay. Dann. Schrommel, kannst du mir mal per DM nochmal, also am besten auf Discord, den Link dazu hinschicken? Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich mich da schon für die Beta angemeldet hatte. Weil das würde ich, also die würde ich gerne spielen und auch streamen. Das wäre schon nice. Tja. Große Fragen. Warum grinse ich gerade so, ne? Das wäre der Discord von denen. Okay, dann join ich den einfach mal kurz. So. Join. Wow, und zur Überraschung, vor allem von mir, bin ich jetzt mal nicht, kriege ich jetzt nicht die Warnung so, hey, du bist auf zu vielen Discords. Mimimi, geh weg. Und normalerweise kommt bei mir immer so ein, du bist auf zu vielen Discords, du bist schon auf 100 Stück, geh weg. Und dann ist es immer so ein, okay, scheiße, geht nicht. Denn erstmal muss ich jetzt mal suchen, was ich rausschmeißen kann. Ja, ich so, wenn das wirklich, also wenn das wieder das Paragon-Feeling aufleben lässt, dann freue ich mich sehr darauf. Und verdammte Axt, es ist halt trotzdem keiner mit dabei. Wir spielen wieder gegen Bots. So ein Scheiß hier. Mist hier. Ach ja. Komm, schon mal so ein Sidewinder. Und. Ich glaube, die Fortress. Ach ja. Oh, aber sie haben tatsächlich das Ready-Ding überarbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt auf Ready klicke, dann muss ich jetzt nicht wieder noch 2 Minuten warten. Wuhu! Der Wahnsinn! Der helle Wahnsinn! Der läuft sogar gerade einen Teststream. Na, oh, kann ich nicht anschauen. Schade. Ist das die Toplist gewesen? So. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Was habe ich denn hier für einen Skin? Ist das der Standard-Skin? Warum bin ich rosa? Also, rosa ist okay die Farbe, aber warum bin ich rosa? Das ergibt keinen Sinn.
Oh. Achso, stimmt, wir können ja eigentlich mal hier ein paar XP hier sammeln. Was auch immer der hier in der Dings mal. Was macht denn jetzt in den Turm, ey? Oh, die haben den Turm ohne mich gekillt? Gar nicht gemerkt. So, ein bisschen Kohle sammeln. Cool, und ich werde geheilt. Hier, komm. Kraftwort. Wir sterben. Nice. Gott, der hat ja eine Reichweite, ey. Achso, mir ist das auch aufgefallen. Rosie, heil mich mal. Wird schon. Wir schieben jetzt einfach hier weiter. Wir schieben jetzt hier einfach weiter und dann wird das. Wegputzen. Komm schon. So, nett, durch. Aber nochmal, da hinten rennt noch einer rum. Nein, irgendwer hat mich weggesnipert. Dammit. Okay. Na, verdammt. Da ist man kaum mal tot und dann passiert sowas. Respawn. So, oben rechts sehen wir. Außerdem, wir könnten mal... Komm, wir pushen jetzt mal links. Warte mal, ne. Da rechts ist jemand. Wird von einem von unseren Leuten gejagt. So. Rosie sollte sich aber mal heilen, ey. Leider können wir unseren Bots ja nichts mitteilen.
Unser Base Core, also der gegnerische Base Core ist tatsächlich angreifbar. So, Ulti. Einfach mit der Kurz mit der Ulti mal auf den Core drauf bauen. Upp, upp. Ja, Stromberg. Hättest du Bock hier so lange ein bisschen mitzumachen? Ich meine, wir können jetzt zwar auf klar auf, wir können jetzt auf Core ein bisschen warten, aber wir können auch einfach jetzt so lange schon mal hier spielen. So. Ich bin einmal gestorben. Skandalös. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel Gigabyte das sind. Ja, können wir kurz nachschauen. Wie viel Gigabyte sind das denn? Localize. Ja, 4,5 Gigabyte. Also. Sagen, holt euch das. Währenddessen kann ich auch schon mal euch erzählen, was dann so der Lunar New Year Soll bringt. Also begun bringing brick savings. Okay, also wenn man über $30 einkauft, oder in diesem Fall, ich glaube 30 Euro, kriegt man 5 Euro reduziert. Und zwar einmal. Außerdem, wenn man Spiele kauft, dann kriegt man Tokens und diese Tokens kann man gegen Belohnung eintauschen. Zum Beispiel Shiny Profile Page, sagen wir jetzt mal. Emotes, Badges and more instant discount coupons. Okay. Okay. Interessant. Klicken wir doch mal hier auf den. Was haben wir denn? Also genau, wir haben gesagt, hier auf die ersten 30 Euro, die wir im Laden ausgeben, für eine Wagenladung, die wir einkaufen, kriegen wir 5 Euro reduziert. Gibt es denn aber irgendwas, was wir denn wirklich kaufen würden? Das ist die andere Frage. Wir könnten Human Fall Flat kaufen. Aber ich glaube, das habe ich auch als Key im Humble noch rumliegen. Es werden hier auch Spiele von chinesischen Entwicklern vorgestellt. Darunter halt auch zum Beispiel Hicks. Hier dieses My Time at Watcher ist ja auch an einem chinesischen Studio. Das ist interessant. Und ja. Irgendwie aber ist nichts so wirklich dabei, was ich so. Moonhunters. Das kostet sogar nur 3,74 Euro. Das hatte ich mir, glaube ich, überlegt. Ich sehe auch gerade außerdem, dass ich gar nicht mehr die Loot sehe. Das ist gar nicht so cool. Zeige ich mir doch mal meine Loot hier. Und ja, ich habe gesehen, dass wir jetzt gleich loslegen. Also, aber da ich ja alleine wieder in der Lobby bin, ist es quasi egal. Ich kann mir Zeit lassen. So, aber ich fände es auf jeden Fall super cool, wenn ihr dann noch sagt, so, hey, komm, wir machen jetzt mit. Zocken mal ein bisschen. So. Sonst, ja. Aber sonst noch irgendwas Interessantes über. Achso. Alright, warte. Na, oh, shit. Ich wollte eigentlich nur einkaufen, verdammt. Egal.
So, wir pushen wieder links. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass es dieses typische MOBA-Ding ist ja halt gar nicht, ne? Also wir haben auch die Karte ist nicht ganz symmetrisch, sondern ist eher so ein ist halt irgendwie. Ja, ich bräuchte Hilfe eigentlich. Ich bin entkommen. Okay, wir müssen das nicht mal Fahrzeug tauschen. Ach Mist, wir haben schon dafür gesorgt, dass die Leute rein können. Aber die gegnerische ist auch schon offen. Na, wenigstens etwas. Ja, ich bin noch nicht ganz. Ich glaube, den. Ich glaube, ich muss aber mein Ding machen. Das ist gar nicht cool. Unser Frontturm wurde gekillt. Der andere ist noch nicht down. Das müssen wir jetzt dann machen. Ah, da ist er. So, dann mal hier den Heiler ausschalten suchen. Und dabei total vergessen, wie viel Leben ich noch habe. Irgendwie. Das habe ich total verrafft, irgendwie. Ich habe gar nicht drauf geachtet. So. Genau, wir müssen auf jeden Fall da eigentlich links hin. Ah, der wird gerade auch weggeputzt, sehe ich gerade. So. Weggenommen. Was auch immer das für eine Aktion war von ihm. Eingenommen? Ich habe keine Ahnung. Sehen wir das irgendwo? Ich glaube, auch unsere Farbe, das reicht. Das ist natürlich jetzt scheiße. Available.
bleiben denn eigentlich meine Minions? Da hinten sind sie ja. Ich wollte gerade sagen, so, hey. Sind ja schon Ewigkeiten nicht da gewesen. Schade. Nicht rechtzeitig weggekommen. Ne, die Server sind immer noch relativ tot, aber meine Hoffnung ist, dass ich, wenn ich hier spiele, dass ich auch Leute ein paar motiviere, das dann auch mitzuspielen. Weil das Ding ist ja immer noch. Na, ist ja free to play, also das heißt, du musst ja 4,5 Gigabyte runterladen und dann kannst du mitzocken. Ist es jetzt nicht mehr so viel Investment. Am Anfang musste man ja tatsächlich noch irgendwie was kaufen oder so. Und für 20 Euro oder. Da habe ich es noch voll verstanden, dass dann Leute gesagt haben, so, ja, oh, das ist aber jetzt aber viel. Aber jetzt mittlerweile ist es halt so ein, ja, du lädst es dir halt runter und dann schaust du mal, ob es dir gefällt. Und ich würde sagen, es lohnt sich schon. Also warte mal, unser Mushroom wird gleich. Dammit, die haben mir noch eine Rakete in der geschickt. So. Ich frage mich gerade, ob wir eigentlich. Haben wir eigentlich Gegner? Also, ne, wir haben gerade. Wir spielen tatsächlich gerade gegen Bots. So. Uli ist verteidigt. Also ich würde sagen mal hier verteidigt. Können wir irgendwas wie hier heilen? Ich glaube nicht, ne? Ne, wir müssen wechseln. So. Wo hier? Alle unsere Türme sind halt weg. Das ist halt durchaus ein Problem. Jetzt will ich aber hoffen, dass der unter Attack ist. Wer ist denn da schon wieder dran? Ja, es werden jetzt verlieren. Und hallo, Hustenfall, wie geht's denn? Schön, dass du da bist. So. Also, das stimmt ja, mir fällt gerade ein, ich wollte ja rausfinden, was zur Hölle das mit dem. Mit meinem rosa Lack ist.
Ja, aber Yoshio, wie wär's denn, wenn du einfach reinspringst und mitmachst? Ach so, ne, hier, was war's? Wo bin ich mit dem Fahrzeug? Nee. Hier? Eventuell. Sidewinder. Skins? Nö, ist tatsächlich der Classic Skin. Okay. Könnten wir gerade sogar schon. Ist irgendeiner davon? Das schon halt super flashy. Bumblebee. Bumblebee sieht noch okay aus, aber ich bin auch halt nicht so der Gelb-Fan. Mir fehlt halt noch so was Schwarz-Rotes hier. Das fehlt mir definitiv noch. Und ich glaube, statt dem Fortress werde ich beim nächsten Mal dann hier wieder irgendeine Artillerie mitnehmen. Sniper Prince war, glaube ich, ganz witzig. Können wir mal schauen, was kann denn der noch für Fähigkeiten? Ich glaube, ja, der Sniper Prince. Oder Berserker. Berserker ist sonst auch noch ganz witzig. Electron. Ne, nehmen wir den Sniper Prince. Kamikaze. Komm, der Kamikaze. Jo, im höchsten Fall. Bei mir läuft es auch ganz wunderbar. Spielen jetzt hier mal wieder ein paar neue Runden, paar Runden Switchblade. Event-Items. Ja, okay, dann. Dann sehe ich dich ja gleich hier. Also, ich versuche ja hier wieder so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Und deswegen haben wir auch dann heute wieder gesagt, wir spielen mal dann wieder Switchblade, damit wir das nicht mehr so selten spielen. Sondern tatsächlich öfter mal. Und genau. Nach 22 Minuten. Yes! Ich weiß es nicht tatsächlich. Ich hatte mir überlegt, ja. Weil es geht ja nur noch heute, ne? Und danach ist dann ganz, ganz lange Schluss. Also bis 0 Uhr könnten wir es eigentlich noch spielen. Also ich kann es bis 0 Uhr spielen, alle anderen können es bis um 4 Uhr spielen. Da wurde ja die Beta verlängert. Aber von 0 bis 4 Uhr bin ich dann mit Everspace beschäftigt. Genau, jetzt darf ich ja auch sagen, der Grund, warum ich immer wieder gesagt habe, dass ich diese Woche sehr viel arbeiten werde und viel streamen werde, ist, weil wir wieder ganz viel Everspace-Sponsored Streams machen werden auf Steam drüben. Und genau. Also tatsächlich, it's a bit crazy. Wie viel das ist. Also ich kann mal kurz einen Ausblick geben. So. So, warte, kriegen wir das irgendwas irgendwie hier drauf? So, warte, hier. Alles, was rot. Also, warte mal. Stimmt, gefühlt sind gar nicht alle drauf. Das sind nämlich nur 4 Stück abgebildet. Warte mal, warum sind da nur 4 Stück? Ach so, weil der nicht die vollen 24 Stunden anzeigt, sondern irgendwie ein. Oder? Total seltsam. Er zeigt gar nicht alle Dings an. Jedenfalls ist mein. Alles, was da jetzt gerade eben rot war, war jetzt Everspace, aber irgendwie habe ich dann teilweise noch mehr. Also morgen wird es richtig, richtig. Also morgen ist quasi richtig wild. Da habe ich dann. Wie viele Stunden spiele ich da? 4 plus. Bis da nochmal 5, also 9 Stunden, also 10 Stunden werde ich auf jeden Fall Everspace spielen. Also jetzt von 0 bis 4 die 4 Stunden, dann von 14 bis glaube 19 Uhr habe ich 5 Stunden und dann von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens am Mittwoch sind es dann auch wieder 4 Stunden. Also, das wird diesmal ein bisschen mehr. Sniper Prince. Oh, wir haben diesmal einen Gegner. Wuhu.
So, mal schauen, ob der das auch sieht. Keine Ahnung. So, drücken wir auf Ready und dann können wir loslegen. Hallo? Hallo? Warum höre ich da wen? In meinem Team war doch niemand. Sehr seltsam. Hä? Ich stehe 2 von 5 dran. Also ist vielleicht doch jemand dabei? Oh ja, alle heilen mich. Heilt mich alle. So, wir gehen mal links lang. Ja, Orlando, vielleicht nicht an mir hängen bleiben. Genau, wir sind jetzt eine Artillerie, das heißt, wir sind eher so auf. Sollten eher so auf lange hohe Entfernung kämpfen. Wir machen dafür auch extrem viel Schaden. So, Rache für unseren Bot hier. So. So, wegsnipen. Heißt nicht umsonst Sniper Prince. Okay, ist critical, dann würde ich mal sagen. Nicht targeten. Schon nett, dass er sich zu Sitting Duck gemacht hat. So mit viel zu weit weg und so. War doch fast hier tot. So. Wo sind denn meine Minions? Ah, nein. Das sind meine Minions. So, Enemy Diamond ist tot.
Schauen wir mal. Okay, wo sind meine Minions? Okay, irgendwo werden meine Minions weggenommen. Das finde ich nicht gut. Ups. Voll irgendwo dagegen gefahren. Nicht aufgepasst habe. Sagen wir, schieben mal hier links mit. Irgendwie laggt das gerade. Kann ich meinen Heiler mal mitlaufen oder? Wäre schon voll super. Ah ja, danke schön. Heilung, Heilung brauche ich. Warte mal, wohin verpisst sich eigentlich mein Heiler gerade? Könnten wir das mal. Dankeschön. Ja. Hat er mich gekillt. Da mein Heiler ja sonst wo ist. Seriously. Wohin ist der abgehauen? Waren gerade wunderbar am Pushen und das Ding verpisst sich einfach. Ist nicht okay. Ist nicht okay. Nachher noch Apex Legends? Was ist denn Apex Legends? Ah, verdammt, links stirbt jetzt unser Diamond, glaube ich. Was gar nicht mal so cool ist, weil deren steht nämlich noch. Ja, Orlando, vielen Dank, dass du mich da wegschiebst. Quality Botman. Mal den Mushroom jetzt hier pushen. Oh ja, sind ja dann. Viel Spaß hier noch beim Schreiben und Planen. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Abend. Und da sieht man sich ja später, ne? Enemy
So, ein bisschen aufgeräumt. Leider haben die das Geld dafür bekommen. Das ist tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Da muss man aufpassen, dass man, wenn man so Türme killt, dass man da eigentlich denen dann das Geld gibt, wenn man da nicht aufpasst. Das ist der Free Spin-Off von Titanfall. Oh. Hm. Das. Ist das tatsächlich? Ist das wirklich Titanfall? Oder ist das wie Titanfall? Ich glaube, er hatte nicht gedacht, dass ich ihm da jetzt nachstalke. Das ist die Frage von wem. So, Minute noch, bis ich wieder meine Ulti habe. Bis dahin müssen wir jetzt mal schauen, dass wir Nein! Ich hab's gerade hingekriegt. Ich hab's gerade hingekriegt, den Gegner auch zu killen. Mann, Mann, Mann. Aber gut. GG, Mann. GG.
Oh. Mann, Mann, Mann. So knapp, ey. Super knapp. Apex Legends ist 20, irgendwas groß. Das geht eigentlich sogar. Das geht ja sogar. Und wo kam das jetzt dann raus? Kam das jetzt dann auf Steam raus oder wo kam das raus? Origin. Ach je, ja, stimmt ja, Origin. Klaro ist EA. Ich vergesse immer wieder, dass ich Origin habe. Oder dass es überhaupt gibt. Und dann vergesse ich auch immer wieder, dass ich dafür mal Updates fahren sollte, weil. Ich habe auch jetzt mein Passwort vergessen. Ja. Mal schauen, ob es das ist. Das muss nicht sein. Ja, klaro, passt mir wunderbar. Wo ist die Yoshi denn? Da ganz oben. Also die Sortierung ist hier, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. So, der Yoshi hat einen Invite. Kommt der Herr dann auch jetzt hier drauf? Hallo Yoshio. Guten Abend. Du hast ein Invite. Hast du das schon gesehen? Ich hab nichts bekommen, ne? Ich hab die Ich auf glaube, Steam ich muss jetzt mal eingeschickt. das Spiel dazu starten. Nö, ich hab den Steam-Invite geschickt. Ja, und dann kam bei mir nicht. Warum auch immer. Sehr seltsam. Ich hoffe mal, die haben das jetzt gefixt, weil ich habe mit einem Freund versucht, also in Gruppen zu spielen. Und wir sind immer dann, einer von uns ist immer rausgeflogen auf gut Deutsch. Ja, hatten wir auch dann letzt. Und dann habe ich den gemeldet und da haben sie dann geguckt. Ja, habe ich dann noch gemacht. Warte mal, wo bist du jetzt in der Liste? Du bist gar nicht mehr in der Liste. Was ist denn da in der Liste sein? Ah, jetzt doch. Es kam die Einladung. Ja, Ich da. glaube, die Server hängen wieder hinterher. Steam-Server halt, ne? Ja, in den letzten Tagen ist es richtig schlimm. Naja, jetzt ist auch hier wieder der Luna-Sale, von daher. Oh Gott, ich hätte doppelt. Achso, ja, stimmt, da war was. Social. Mute. Mute. Audio. So. Ich habe mich schon mal hübsch gemacht, schön mit dem Einhorn. Sehr schön. So, siehst du jetzt den Quick Ratings? Ich sehe hier gerade gar nichts, bis auf die hier rumstehen und. Ach, dann ist es nicht gefixt. Weil eigentlich solltest du jetzt auch hier dieses Quickplay-Dings sehen. Also sehen, dass wir jetzt gerade gequeued sind, ansonsten fliegst du wieder raus. Dann queue du mal hier. Warte mal, ich guck mal. Schnelles Spiel. Also bei mir bist du drin. Ja, du bist. Ich sehe dich ja hier auch. Ja, auch beim Matchmaking wissen wir angezeigt, das meine ich gerade. Ja, aber das funktioniert. Also das haben wir gemerkt, dass da der Fehler ist. Und ich glaube. Wurde bei mir gerade geklopft. Ich weiß gerade nicht. Ich schau mal kurz. Können wir gleich wieder. Queuing braucht eh mal kurz einen Moment, ne?
Und nein, war nix. Bei mir hat nichts geklopft. Das hatte ich auch heute mehrmals. Ich höre ein Rumpeln, denke, da klopft was. Und was ist es? Die Kinder zerfetzen sich da halber unter mir. Das geht seit Tagen so. Du denkst, die führen da gerade einen Battlefield 5 Kriegen privat. Das blöd. So hörst du es rumpeln. Da muss man es vorstellen, ich wohne über den. Ich merke, wie der Boden wackelt. Ich weiß echt nicht, was da abgeht. Notfalls muss man es denen nochmal bei Feedback schreiben. Bei mir haben sie auch das letzte Mal direkt reagiert, aber so wie es aussieht, haben sie nichts gemacht. Ja, ich glaube, das Problem ist eher so ein. Also, ich habe gerade auch nochmal nachgelesen hier so. Is it supposed to separate a group even after they teamed up? Also, es passiert wohl, dass du auf Teams verteilt wirst, obwohl du in einer Gruppe bist. Und die Antwort darauf war, ja, das soll so. Und ich denke mir so, was ist das denn für ein Bullshit? Du kannst doch nicht irgendwie Teams halt auflösen. Die Leute wollen miteinander spielen, dann lass sie miteinander spielen, verfickt. Also habe ich das richtig verstanden? Man kann Gruppen starten, aber die werden dann aufgeteilt. Ja. Das ist der größte Kack. Das ist richtig großer Bullshit, weil du willst mit Freunden spielen und dann ist das so und dann sagen sie so, nö. Das hatte ich in einem Spiel auch mal, das ist schon aber weit länger her. Das war von EA, das damalige MOBA, dieses Dawn Gate. Da war es genauso. Wir mussten immer außerhalb von Gruppen dann starten, dass wir dann zufällig mal in eine Gruppe kamen. Das ist ja dumm. Das wird auch vielleicht der Grund sein, warum es EA irgendwann angestampft hat nach der Close-Beta. Oh, bei mir hat er was gefunden. Oh, wir sind sogar in einer Gruppe, wow. Und ich höre dich wieder. Yes. Das ist ein bisschen kacke. Sidewinder. Stehen hier. Sniper Prince. Und den. Ach ja. Kann man die Stimmen stellen, oder wie? Das kannst du erst wieder ingame. Das müssen die abstellen. Ja. Voice-Zwang hasse ich. Vor allem, es ist doch so einfach. Und vor allem alle beschweren sich drüber und du denkst dir halt so. Hm. Oder halt vor allem auf die Community gehört. Einfach eine Option, dass du sagen kannst, nein, ich will das wirklich nicht. Na? Das ist ja nicht nur ein so, du kannst es ja ausschalten, aber das hält dann für einmal und beim nächsten Mal ist wieder an und ich denk mir immer so. Jedes Mal. Ich kenne noch ein Spiel, also den Namen habe ich jetzt nicht in den Kopf, aber es gibt noch eins. Das spielst du auch mit anderen Gruppen. Mhm. Aber wenn du dann mit denen auf einmal ins Match kommst, startet sich Discord und du wirst auf dem Discord von denen geschleudert, um da dann mit den Leuten zu spielen. Wo ich mich frage, ey, ich will nicht mit irgendwelchen Randoms labern, sondern mit den Leuten, mit denen ich gerade in einem Channel bin bei mir. Warte, da wird einfach an deinen Discord gesagt so, hey, du bist jetzt in dem Kanal? Du wirst einfach bei denen auf dem Discord geschleudert und hast dann irgendwelche Randoms bei dir, die bei dir in der Gruppe sind. Du bist sozusagen gezwungen, mit denen zu reden. Ich würde das Spiel sofort löschen. Hab ich ja. Was für ein Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es, glaube ich, ein Multiplayer-Shooter war. Ich hab's nicht eingesehen. Ja. Ich hab denen geschrieben, nee, solange das so ist, wird auch kein Video kommen, so, weil ich hab keinen Bock auf Zwang. Klaro, weil wer will das denn schon? Audio. Gut, dann habe ich dich im Spiel stumm gestellt. Ach, warte mal, ich hatte dich doch gerade eben schon mal stumm gestellt. Warum muss ich das schon wieder tun? So. Ja, ich geh mal links lang, ne? Okay. Geh ich rechts, bin ja der Tank. Sollen wir nicht gemeinsam? Okay, dann gehen wir gemeinsam.
Mann, ja bloß. Nee, den kennt man ja gut. An den bunten Farben. Ja. Steht nicht eigentlich schon das nächste Paket. Nupla. Ach, keine Randoms für den Gegner-Team? Nö. Ah, die geben schon an. Okay, den Healer müssen wir erst. Ja, ich versuche ihn zu targeten. Oh, shit. Gut. Oh, fuck. Gut, ist hier gerade alles. Ich muss dringend die wechseln. Meine Fresse, ruckelt das gerade. Warum ruckelt das gerade so hart? Wahrscheinlich Server. Nee, es laggt gerade hart und der Stream ist auch gerade am hart arbeiten. Okay. Kirby, das weiß ich gerade leider auch nicht, von welchem Spiel er es hatte. Auf jeden Fall hat ein Furcht. Ja, schieb mich halt in den Turm rein, Yoshio, Mann. Ich reib mich schon mal bestimmt. Doch. Doch, doch. Dass die nächsten Minions vorbei können. Bei uns hinten wird anders zerfetzt. Turm ist offen. Gehen wir gucken, ob das welche. Ja, da waren sie. Hm? Die sind hier bei mir in der Mitte. Ja, ich hab hier vor allem gerade vier Leute. Ja, ich bin tot. Mitu. Ich weiß nicht, ob das ein Bot war oder ein Spieler, der mich gerade platt gemacht hat. Das sind alles Bots. Die nutzen den Chat hier neu. Hm? Die haben vorhin im Chat geschrieben. Das würde ich sagen. Die Bots? Ja, einer Nabur oder irgendwas hat er geschrieben, der andere get wrecked. Ach so, ich, ja, das tun die tatsächlich. Nein. In der Mitte sind irgendwie zwei, drei Leute oder so. Oh nein, links sind sie alle. Ja, ich wechsle gerade schnell ins Fahrzeug. Okay, tot. Nice. Oh, nein! Du kriegst mich nicht! Ich hab lang hinten und das schwarze Turn. Schwarze doch. Das ist hier schlimm. Gott, ey. Das Ding ist, ich habe das schon alles auf Low runter geregelt. Ich kann nicht mehr runter regeln. Das ist echt das Traurige daran. Ja, eventuell müssen wir das mit den. Muss nicht. Schauen, wie oft wir das hier noch spielen können. Ich glaube, die kommen gerade links wieder hier alle. Ich bin gerade links. Oh, was? Der hat meine Ulti abgebrochen. Arsch. Arsch, 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 Mann. Oh, cool, mein Internet ruckelt auch gerade rum. Was ist denn gerade los, ey? Das Lustige ist ja, der Apex-Stream hat auch ein Problem. Er ist auch abgeschmiert. Da geht nicht mal 10 Minuten oder so. Irgendwas ruckelt gerade hart. Enemy Mushroom Tower
Enemy Mushroom Tower 4 is critical. Enemy Mushroom Tower 4 ist critical. Ja, das Spiel macht wohl manchmal so ein paar Zicken. Enemy Mushroom Tower destroyed. Wenigstens etwas. Na, ich hoffe mal, die kriegen noch alles in den Griff, weil das wäre schade, weil das mal was anderes in Sachen Mofa, ne? Ja, das, also ich mag's ja schon. Volle Barrett drauf. Ich hab die Minions drauf. Die machen wir ein paar Schüsse auf den Turm geben. Aufpassen. Ja, ist kaputt. Was ist die komische Waffe? Was ist das für eine Matte? So ein Schisser hat sich einfach unsichtbar gemacht, als ich plötzlich angefangen habe zurückzuschießen, ey. Und wie geht's denn so, Game Hubble? Wie war denn so deine Woche bisher? Hat gut angefangen oder? Über links am Diamond sind zwei Leute. Ein Heiler und ein, keine Ahnung, Fortress oder so. Ja, sehe ich. Ich fahr mal hin. Das Einzige, was halt richtig nervt, ist halt gerade das mit dem Stream, dass der übel ruckelt. Weißt du, wir sind schon am Basecore dran von denen? Oh ja. Okay. Gut, wir sind aber auch schon durch alle ihre Türme durch, von daher wundert es mich echt nicht so wirklich. Ich bin mal gespannt, was die KI macht. Ja, die anderen Moti haben sich auch noch nicht freigeschaltet. Da bin ich auch mal gespannt, wann die jetzt kommen. Oder die andere Map. Für das Spiel hier. Ja. Es gibt noch eine zweite Map, aber die kannst du noch nicht. Wer? Hä? Was war's? Da war gerade ein Gegner rumgeflogen. Hä? Was war's? Da kommt wieder. Ich hab versucht, meinen Ulti drauf zu werfen, aber. Ich fress gerade Ultis bis zum Punkt. Es ist egal, wir haben es gewonnen. So, jetzt ist halt. Stream ruckelt halt wie Arsch, ey. Was habe ich dann Schaden gemacht? Schaden. Das ist ganz okay. So.
So, XP technisch, bisschen weniger, Healing, Onyx, ja, wie auch. Gold, Mobs, Deaths. Okay. Ich überlege gerade, ob ich noch weiter streamen kann, weil wenn es hier jetzt anfängt zu ruckeln, dann geht das gar nicht. Erstmal gucken, ob das nächste Match ruckelt. Ja. Weil ich denke mal, am Menü wird es nicht liegen, ne? Nee, Menü nicht. Außerdem habe ich gerade aus Versehen auf Quit gedrückt, statt auf Ready. Das heißt, ich muss dich jetzt... Ja, da lad du mich mal eine Dings ein. Ich finde dich gerade nämlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich kann dir beidrehen sogar. Ja. Ja, Hustern vor allem massiv, oder? Ich habe immer noch keine Emotionen gefunden, um meinen PC zusammen zu bauen. Den alle mal zusammen. Gamehaber, warum hast du keine Motivation, den alten zusammen zu bauen? Das ist total dumm. So. Siehst du jetzt Quickplay? Nö, meinst du, dass ich auch irgendwie nicht gesehen, das ging? Ja, manchmal geht das. Dann geh nur auch mal hier rein und queue mal. So, wir genießen mal das Radstoß von letzter Woche. Das mit dem Radstoß habe ich gar nicht mitbekommen, Gamehobler Mann. Ich hoffe, es geht wieder besser. Morgen werde ich mich. Achso, ja. Das fällt. Morgen werde ich mich dann mal nach einer Woche Pause ins Training geben. Mal sehen, wie es so geht, ob gerade die Belastung schon in Ordnung ist. Ich hoffe, besser. Ich hoffe, wird besser. Ach ja. Das Fitbrate macht ja schon Spaß. Aber die Performance ist halt noch so kürzig. Andererseits, hier rastet auch gerade irgendwer ein Chrome-Tab mal wieder aus. Ah, ja, ich weiß welcher, wie das war. Es waren wieder die Allgäuer-Krautzapfen. Falls ihr euch über diesen Satz gerade gewundert habt, ich habe im Hintergrund noch so eine Rezeptseite offen. Weil ich eigentlich da... Guck ich gerade mal, wie diesen Apex Legends, was ist direkt, du kannst dir so Apex-Münzen kaufen. Yeah. Das ist natürlich, das will man sehen. Das ist genau das, was ich auf jeden Fall als allererstes sehen will. Wenn ich in ein Spiel reingehe. Hier, kaufe Münzen. Nein. Genau, ich glaube, ja, ich bin nicht mit dir in einem Match. Ich spiele wieder gegen den Zipperote. Ich bin wieder in einem Match drin und ich spiele gegen Zipperote und nicht gegen dich. Was machen wir jetzt? Du hast dich gemutet bei mir. Ich bin nicht mehr gemutet. Discord. Achso, okay. Ja, du bist bei mir halt geflogen, ne? Ich bin bei dir nicht drin. Ja, hast du denn auch gequeued? Ja. Und wo bist du? Spielst du jetzt eine Runde, oder? Nö, ich hab's so abgebrochen. Achso, du warst... Kannst du noch mir hinterher joinen? Weil ursprünglich ging das mal. Gamehubler, schau, dass du dich schonst. Es ist besser, wenn du dich jetzt ein bisschen öfter schonst, als wenn du schon viel zu früh anfängst zu streamen. Okay? Da steht nur Spiel starten und in Lobby einladen. Mehr geht nicht. Okay. Das müssen die auch ändern. Ja, ursprünglich hatten sie es mal drin, dass man noch hinterher joinen konnte. Das war gut.
Und ich finde es richtig scheiße, dass sie das jetzt rausgemacht haben, vor allem wo das jetzt halt immer wieder kaputt geht. Oh ja. Alleine, dass sie auch nicht irgendwie drauf hören, wenn die Leute schreiben, hier, der Bug. Das wird irgendwann der Tod von dem Spiel sein. So, hab's mal in Discord von denen reingeschrieben, was halt schon scheiße ist. Genau, was nicht geht. Eigentlich war ja der Yoshio gerade bei mir in der Party und wir haben eigentlich gerade angefangen zusammen zu zocken. Und jetzt bin ich hier und der ist nicht da. Und ursprünglich, als wir da noch in der Closed Beta waren, da ging das, dass man einfach dann noch in die Lobby nachjoinen konnte, wenn Platz offen war und die Runde noch nicht angefangen hat. Ich bin mal gespannt, ob ich bei der Twitch endlich jetzt sehe, ob es sich anzeigt. Tatsächlich. Du bist in der Twitch-Seite von denen angezeigt, dass es gerade streamt. Er streamt gerade. War gut. Mit dir 9 Leute. Nein. Warte, war Fortress Mode nicht das Ultimate vom Fortress? Wie kann der jetzt schon Fortress Mode machen? Frag mich nicht. Ich schau nachher nochmal nach. Erinnert mich bitte daran, dass ich das nachschauen wollte. Und ja, also ich glaube, Game Humbler, das Spiel ist super nicht optimiert. Weil ich kann ja hierauf echt schon viel spielen. Und ich weiß nur, dass die momentan einen großen Patch arbeiten. Vielleicht kommt da dann alle Verbesserungen. Ja, aber es ist halt. Muss halt im Team jetzt leben. Wir können halt nicht wirklich Zeit lassen. Also, ja, klar. Wäre cool, wenn sie es fixen könnten. Wenn sie daran arbeiten, aber. Eigentlich hast du nicht den Luxus dafür. Sollten lieber hingehen und sagen, bevor wir jetzt Content bringen, hauen wir erst die Fixes raus, dass Duo und alles geht oder allgemein Gruppen und so weiter, damit es auch optimiert ist, dann erst nächste Map und alles. Lieber erst rundlaufen, bevor der Content kommt. Ja. Weil das passiert nicht. Das ist ja eh seltsam, dass wir überhaupt noch diese Probleme haben. Das ist ja. Die Closed Beta ist ja eigentlich schon durch. Eigentlich sollten wir jetzt zocken, Content und vielleicht Balancing, aber. Ich habe eher das Gefühl, dass es noch auf Closed Beta statt überhaupt ist. Wie schlechter als damals. Vom Stand her. Aber die Beta habe ich ja auch mit ein paar Leuten gespielt, da ging ja alles. Ja, in der Beta ging auch. Stimmt, da gingen ein paar Sachen besser. Da ist dann immer mal wieder passiert, dass einer nicht in die Party mitgekommen ist, aber das war dann nicht so schlimm, weil du ja halt noch late joinen konntest. Ne? Das ist gerade beim MOBA ja wichtiger, ne? Wenn du dir die heutigen MOBAs ja anguckst, du kannst es fast bei jedem MOBA.
Ja, es ist ja wenn ein du Mover. Gekickt wirst, kann, ja, bei LOL zum Beispiel, wenn du fliegst, kannst du immer noch nachschalten. Auch wenn Fan die ist hier. Die Spaß für dich. Selbst Heavy Metal kannst du das machen, genauso und Mover mit Fahrzeug. Das ist halt auch wichtig. Müsste ich auch mal wieder spielen, Heavy Metal. Ist auch lustig mit der Metal Musik im Hintergrund. Wenn es halt so viele Fehler gibt, dann ist es halt schon. Kannst du halt auch gleich sein lassen. Ja, würde ich sagen, weil ich teste momentan die Alpha von Fail Glory, das ist ja auch Mover. Also im Sinne kannst du mithalten mit LOL, was fast genauso groß ist, nur was vorher Mobile Mover. Jetzt gibt es eine Alpha von PC. Und selbst die leuchten besser. Ah, Sippe Rote hat mich leider gefunden, wie ich hier rechts alles Mögliche ausschalte. Nope. Ja. Wenn ich Glück habe, ist auch morgen mein Headset da. Cool. Was für ein Headset bekommst du dann? Ich habe mir das HyperX Cloud 2 bestellt. Das was? HyperX Cloud 2 von Kings. War recht teuer. 380 Euro. Arg. Na, ich hatte die Auswärtssicht. Das oder ein Astro-Headset da unten 60. Und ich wollte nicht mehr ausgeben. Verständlich. Ist ja auch schon eine Stange Geld. Ja, aber dafür hast du eine bessere Qualität. Ja, klar. Aber dann 53 mm Soundchip ist das Headset schon weit ein bisschen über der Mittelklasse, kannst du sagen. Ich kann auch die Ohrenmuscheln austauschen, wie du bei deinem. Und das passt mir auf jeden Fall. Ach, sehr gut. Fragt sich ja schon manchmal, weil es diese komischen Lobs sind da. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit diesem der Zinni, den du von den Shadow Moon abgestellt hast. Der was? Dieser der Zinni da, was auch von der Landesmedien mitbekommen hat. Ja. Da habe ich letztens von diesem Rechtsanwalt auf YouTube ein Video gesehen. Er, so wie es aussieht, wurde jetzt komplett abgeschaltet. Er darf nicht mehr streamen. Krasser Shit. Obwohl er ein Angebot von einer Lizenz einmalig bekommen hat von 100 Euro. Da hätte ich lieber die 100 Euro bezahlt. Ja, ich glaube, der war ja, wollte es ja auch machen. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Werde ich ja auch, weil dieser Anwalt hat, wo es sich mit Lizenz rumschlägt, Leuten da auch hilft. Die er gesagt hat, der hat gemeint, er wurde abgeschaltet. Selbst der Drachenlord, der darf nicht mehr streamen, das war seine Haupteinnahme. Ja, ich glaube, da wurde es abgelehnt, weil der Schmarrn wohl gemacht hat. Oder der macht das immer Schmarrn. Ja, aber manches halt. Ist halt so kein guter Schmarrn. Ja. Das ist auch das Beispiel, die Leute stehen für Maus, wenn er in einem Video seine Adresse sagt und sagt, kommt her, ich hau euch auf die Nuss.
ist klar, dass er Probleme kriegt, ne? Er zieht halt die Leute an, die mit leiden können. Ja, ist halt. Wenn du halt Person der Öffentlichkeit bist, musst du halt schauen, was du mitmachst. Genau, da war ja auch nicht was gewesen, da wurde er auch gesperrt. Weil der hat sich ja keine Lizenz geholt. Ja. Da auch gewesen. Warte mal, ich höre dich gerade kaum noch. Das war zu laut ist. Du bist zu leise. Ich habe gemerkt, Discord hat mittlerweile irgendwie generell die Leute leiser gestellt, sonst höre ich die immer laut. Und jetzt sind bei mir alles so leise und ich habe es auch voll gestellt. Das ist natürlich unpraktisch. Ich bin mal gespannt, es wurde ja was Teamspeak jetzt geleakt. Ich will mal wissen, wie das ausschaut. Was wurde geleakt? Neues Teamspeak, was kommen soll, und das sieht ein bisschen aus wie Discord. Da bin ich mal gespannt. Die haben irgendwie Teamspeak, was gibt's denn, glaube ich, gerade? Teamspeak 2 oder 3? Weiß ich jetzt gar nicht. Teamspeak 3, die haben 4 übersprungen, bringen Teamspeak 5. Ja. Es ist auch irgendwie so eine ganz komische Idee. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Idee aller Windows. Komm, bring mal keinen 9er, hau mal das 10er direkt raus. So. Oh, hey. Ich glaube, ich lasse das heute mit Switchblade. Ja, wenn es nicht läuft, das ist kein Problem.